Das war einfach dumm. Und zwar Dummheit in komplett ausgeflügelter Form. Weil ich einfach zu schnell geklickt habe und er natürlich immer den schnellsten Weg berechnet. Der Weg ging halt leider durch den Gegner durch. Naja. So ist das nun mal. Ich check mal kurz, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, sie läuft noch. Die Zahlen kriege ich erst weg, wenn ich selbst wieder dran bin. Hätte ich vielleicht was machen sollen. Wer labert denn da immer? Sind da Engel unten auf der Map irgendwo, dass sie die immer töten? Hast du es langsam? Nein, hat er nicht. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Oh, mein Kaffee ist leer. Ha, wir sind endlich wieder dran. Ich glaube, ich muss das rauscutten. Das macht, treibt mich noch in den Wahnsinn. Ja, ich möchte eine Standarte für 150 Gold setzen. Dankeschön. Zu Ihren Diensten. Dü. Weg mit dir. Her mit dir. Ihn mal bitte heilen. Und dann wieder angreifen. Das wird ein spannender Kampf. Aber ich lasse einfach immer angreifen, anstatt immer passend zu drücken. Das wird ein echt langer Kampf. Das Problem ist, der haut für mehr zu, als was ich heile. Könnte ein Problem sein. Ah, jetzt hat er, haut er genauso viel zu. Ach ja, genau, desto. Ja, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Ist vielleicht schade, weil wir spielen jetzt schon ein Stückchen. Aber desto weniger Leben eine Einheit hat, desto mehr verkürzt sich oder verringert sich auch ihr Schadenspotenzial. Heil. Passen. Gleich haben wir's. Er hält ja genügend aus. Ja, Werwölfe kann man übrigens auch so haben. Also als... wenn man dann Untote spielt. Das ist eigentlich wieder so die Frage. Entweder hat man Werwölfe oder die Dunkelfürsten. Ich glaube, die Dunkelfürsten sind der längere Weg, der sich dann auch weiter erstreckt, weil das sind Level 3. Nee, Werwölfe sind 1. Ha, vielleicht ziehe ich auch gerade Müll. Wir werden das eh alles dann sehen. Wenn wir dann das spielen. Also die spielen. Oh, endlich, er ist tot. Mein Anführer auch halb. Oh, Level up. Z. Und was kriegt man? 500 Gold. Nee, 750. Geil. Und ein königliches Zepter. Das lohnt sich ja gleich doppelt. Für den allmächtigen Vater. Tausch gleich mal mit ihm. Du nimmst nämlich das Zepter. So, wo wollte ich dich denn hinschicken jetzt? Genau, ich wollte das Zepter zwischenlagern, was du trägst. Weil mir das zu gefährlich ist, wenn du damit rumläufst. Also über Land ist er der Schnellste. Sobald es aber kurz mal ins Wasser geht, verliert er halt extrem viele Move-Punkte. Nein. Mein Lord. So, wo wolltest du hin? Dahin in die Richtung. Bestimme ich jetzt einfach mal so, ne? Zauber lernen. Jetzt können wir das mal langsam. Wir können ja auch eigentlich mal hinten gucken. Aber wir haben ja bis jetzt nur einen Mana. Na, dann können wir maximal bis hier hingucken. Da würde ich sagen, wir nehmen die Hass. Die lohnt sich auf jeden Fall immer. Zu ihren Diensten. Wie sieht's bei euch aus? Eigentlich ganz gut. Zombies nur. Dann machen wir mal Hasslobby. Das lohnt sich ja bei ihm jetzt doppelt, weil er ja auch noch insgesamt mehr hat, ja. Ha, Gott sei Dank. Nee, er hätte ihn nicht getötet. Aber passt. Und zack. Au. Ha. Und heil. Warum hauen sie alle auf einen Anführer? Den kriege ich doch nie wieder hoch so. Außer wir kriegen ihn jetzt tot. Super. So super. So schön. Öfters bitte so. So, mehr EP für alle. Für den allmächtigen Vater. So, den Rock musst du dann noch holen. Das Geschenk da. Und du musst hier hoch.
mal, du bist... Ja, jetzt sind sie alle fertig. Zu beenden. Sie haben sich immer noch nicht getraut, einfach mal anzugreifen. Jetzt. Nee, das ist wieder nur der Spion. Oh, jetzt. Oh, endlich. Sie haben es geschafft. Unfassbar. Ja, und sonst, werde ich, glaube ich, gleich mal eine kurze Pause machen. Und werde mir einen neuen Kaffee holen. Weil, wer noch nicht so lange dabei ist, der kennt den Spruch vielleicht noch nicht, aber das Allerwichtigste immer ist Flüssigkeit. Wo wollte er denn hin? Wieder ein Werwolf. Mach mal weiter hier. Kannst du den... Ach, der Greif ist ja nicht alleine. Mein Gebieter. Ja, dann hol dir das mal. Mondstein, Rubin, Goldring. Wow. Ja, die solltest du eigentlich... Klar, du hast hier übelst tolle Typen. Na, hier, jetzt haben wir auch mal einen Bogenschützen. Wie viel macht der? 40. Zack. Bäh. Ha! Und auch ich hier. 40. Und nochmal. Daneben. Getroffen. Schon wieder vorbei. Was ist denn mit ihm? So zu langsam knifflig. Ja, genau deswegen. Wenn der sich denkt, er schießt jetzt auf ihn. Na, wenn ist er nicht klug. Na, weiß ich noch nicht. Ha! Hat der überhaupt jetzt schon einmal getroffen? Da bin mir nicht sicher, aber ich glaube nein. So. Mach die nicht. Töte ihn bitte. Danke. So, jetzt ist er dran. Ha! Somit haben alle überlebt. Wunderschön. Oh, er könnte jetzt sogar aufsteigen. Auf noch höher. Da muss ich das auch mal bauen. Das ist dann die Reitschule. Und wir wollen ja... Hm, wen wollen wir denn eigentlich? Die Paladine? Warte mal, die hatten weniger... Das. Machen mehr Schaden. Und die haben mehr HP. Machen... Ne, die machen noch mehr Schaden. Ach, der hat Rüstung. Ha. Ha, 50 Initiative. Auch 50. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ich glaube, ich nehme die Engel. Was bin ich mit Rüstung? Also, Reitschule. Ja, das war's erstmal. Wo ist hier meine Milady? Für den allmächtigen Vater. Mach dich auf deine Reise. Mein Dienst. Seid ihr alles in Ordnung soweit? Ja. Du bist noch dran. Ha, bin mir nicht sicher. Hast du hier irgendwas mit Schaden? Benötigt. Skelett reduziert die... Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wie viel kostet ein Blitz zum 200? Nein, nein, nein. Und dann einmal Blitz bitte. Jawohl, mein Lord. Na, mal gucken. Angriff. Also, wir haben hier einen Hexenmeister, der AOE macht. Einen Nekromatiker, der mehr AOE macht. Und noch einen Hexenmeister, der AOE macht. Das heißt, das sind na, 30 minus 4. Rechnen wir mal 30. Nochmal 30. Sind wir bei 60. Und, na, sagen wir mal circa 100. Und ihn. Das Problem ist, wie viel Initiative haben die? Er muss hier auf jeden Fall als erstes dran sein. Ja, hau mich halt. Na, wenn die hier zuerst dran sind, ist er hier oben tot. Ah, schade. Ah.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das war ein Fehler. Der muss es nur überleben. Der Rest ist mir ja eigentlich egal. Und er wird es überleben. Immerhin. Ganz schön taffe Truppe. Obwohl das nur AOE ist. Mist, kein Mana mehr. Naja, so ist das halt. Er darf auch nicht. Sie hatte... Weiter. War jetzt natürlich ein bisschen doof. Ja, werde ich halt bestraft. Gibt halt Truppen, die sind nicht so, ne? Einfach nur so ein Immun gegen Waffen vorne ranstellen. Naja. Hast du nicht eine Rolle? Nee, das ist nur das Zeug. Oh, hier, rot. Was ist das denn? Ui, Banner des Widerstands. Alle Einheiten. Ah, weniger Schaden. Auch nicht schlecht. Ah, durch Wälder kriegt man auch Abzug beim Reisen. Gut zu wissen. Bitteschön. 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 Soll ich hier vielleicht das mal lassen, Typ? Ja, ich lasse es dir erstmal. Oh, da drüben auch noch Gold. Und dann reist du nach da oben weiter. Jawohl. Ja, du, nach Hause bitte. So. Wiederbeleben. 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 Hier bleiben. Mein Dienst wird benötigt. Ja, du könntest ihn ja angreifen. Beschwör dein Skelett. Mal gucken, ob das Skelett noch was ausrichtet. Wie war das, ich wollte Kaffee holen. Na dann, Skelett. Hoffentlich darfst du vor dem Greif. Weil nach dem Greif bist du nicht mehr. Er macht nämlich 95. Okay, zwei Bogenschützen mit 25. Initiative 70. Oh mein Gott. Ja, ja, komm. Mach keine Dramatik draus. Okay, damit wird der Anführer wahrscheinlich instant umfallen. Was ist das hier? Erhöhte Trefferchance. Nee, ich bräuchte was, was weniger Schaden erleiden lässt, aber das haben wir ja nicht. So, au. Au. Er überlebt es. Zumindest die Runde. Und das. Aua. Tot. Er tot. Er tot. Ich glaube, mit seinem Schaden hätten wir auch ihn dann getötet. Aber egal. Vorbei. War ja klar. Und nochmal, komm. Schön. Na, immerhin. Ist er auch geheilt. Na, du kommst an den Schatz nicht mehr ran. Schade, schade. Jawohl, warte mal, eine Runde vergangen ist noch nicht. Aber halt. Nein, nein, nein. Sie. Vater. Sie soll noch Stab hinstellen. Verdammt, reicht nicht bis dahin. Dann nächste Runde. Und ich weiß, ich hatte bei ihm, der jetzt hier in der Stadt ist, noch Bewegungspunkte und alles. Aber ich habe es mal stehen lassen. Einfach all die Weil. Der Sinn dahinter ist, dass ich ihn in der Stadt mehr regenerieren lassen kann. Pro Tag. Also pro vergangenen Tag. Yep. Danke. Zu Ihren Diensten. Sind alle mehr geheilt. Auch nicht so viel mehr, aber immerhin etwas. Bin mir nicht sicher, ob ich noch stehen lasse. Banner der Stärke. Was macht das? Aha, 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 aha. Hab nach Hause mit dir. Was ist hier drin? Macht auch nur erhöhte Trefferchance. Ja, alles sowas, was man nicht unbedingt braucht. Und das hier sind also Wälder. Und deswegen kam er hier nicht so gut durch. Ich verstehe. Es ergibt alles Sinn. Es gibt alles Sinn. So.
Ja, entweder heile ich hier jetzt hoch, was mich einen Haufen Geld kostet. Und ich will nicht unbedingt mein Geld ausgeben dafür. Den Hammer, das Hammer, das haben wir nicht. Den oder den? Er hat noch nicht mal imperiale Ritter, also das. Schutz vor Geist ist auch nicht schlecht. Also hier kommt richtig gutes Zeug rein. Können wir eigentlich schon das? Nee, schade. Was? Ach, euer Fürst kann diese Sprüche nicht erforschen. Ach, für Stufe 5 muss man also auch Zauberer sein. Nett, 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 nett. Jawohl, mein Lord. Oh mein Gott. Na komm, er kann damit leben. Also bis hinkommst du dann. Ah ja. Kannst du eben zwischendurch. Ist das überhaupt eine Rolle? Ah, eine lebendige Rüstungsrolle.